Anna Patermann und Arina Jena. Herzlich willkommen. Ihr beide seid Ukrainerinnen und seit langem schon in Wien und seid mitverantwortlich morgen für diese Kundgebung, die ab 15 Uhr stattfinden wird am Heldenplatz in der Wiener Innenstadt. Worum geht's denn da eigentlich morgen? Danke vielmals für die Einladung. Also morgen wollen wir auf die Straße gehen, um allererst auch Solidarität mit der ukrainischen Bevölkerung zu zeigen. Und wir treten gegen die Aggression Kreml, gegen Putins Politik, weil das, was momentan in der Ukraine abgeht, das ist einfach so heftig, das ist unglaublich, dass sowas im 21. Jahrhundert überhaupt noch gibt. Jetzt seid ihr Mitorganisatoren der morgigen Kundgebung. Vielleicht kann man da noch mal etwas kurz darüber sagen. Seid ihr ein Verein? Seid ihr eine Organisation? Ihr seid ja hier der Krisenstab ukrainischer Gemeinde, so nennt man das, in Wien organisiert. Worum geht's da genau? Ja, also noch am ersten Tag des Krieges haben wir einen Krisenstab organisiert, besteht aus mehreren Vereinen sowie ukrainischen Aktivisten. Und wir müssten irgendetwas machen und nicht einfach nur rumsitzen. Und unser Krisenstab arbeitet in drei Richtungen. Einerseits ist es humanitäre Hilfe. Das heißt, wir sammeln unterschiedliche Sachen wie Medikamente, Nahrungsmittel, auch Futter für die Tiere, Babyartikel. Alles kann man auf unserer Webseite finden. Da haben wir auch Logistik aufgebaut. Das heißt, dass all diese Waren gehen dann zu der Grenze und dann unmittelbar zu den zu den ukrainischen Soldaten. Andererseits arbeiten wir an Betreuung der Asylsuchenden. Das heißt, wir einerseits helfen den Leuten, die aus der Ukraine flüchten. Also hauptsächlich sind das Mütter mit den Kindern. Andererseits helfen wir auch den Ukrainerinnen und Ukrainer, die vor Ort zum Zeit des Angriffes hier sind. Und die dritte unserer Richtung ist das politische sowie informativer. Dadurch, dass Kreml-Regierung nicht nur aggressiv und wahnsinnig ist, eskalierend in die Ukraine angreift, sondern auch einer der Ebenen, in der sie quasi diese aggressive Politik führen, ist Desinformationskampagne auch innerhalb Österreichs. Sie haben es bereits angesprochen, jetzt mit Sachgütern zum einen auch, wo man jetzt unterstützt die Ukrainerinnen und Ukrainer. Jetzt gibt es auch die Solidarität in der österreichischen Bevölkerung. Also man hat hier aufgerufen, von mehreren medialen Seiten auch zu unterstützen. Wenn man jetzt zu Hause unterstützen möchte, wohin genau kann man sich hinwenden? Sie haben es angesprochen, eine Plattform, ich glaube, die nennt sich unlimiteddemocracy.com. Genau, ja, also auf unserer Seite www.unlimiteddemocracy.com, da gibt es Auflistung von all den Sachen, die wir unmittelbar brauchen. Es gibt auch mehrere Möglichkeiten, uns zu helfen. Einerseits kann man zum Beispiel auch als Fahrer mit dem Auto zu der Grenze mit den Gütern fahren. Man könnte auch Wohnungen anbieten, dadurch, dass wir sehr hohe Nachfrage haben, weil die Leute kommen weiter hier an. Das heißt, die Hilfsgüter werden dann auch persönlich direkt von Ihnen zur Grenze gebracht und verteilt. Somit kann auch sichergestellt werden, dass die Hilfsgüter auch tatsächlich ankommen. Genau, genau, ja. Und es ist wirklich wahnsinnig schön und da würde ich gerne diese Möglichkeit nutzen, uns bei der Stadt Wien zu bedanken, auch bei allen Österreicherinnen und Österreichern, bei der ganzen internationalen Community, die hier in Wien ist, weil wir hatten früher Krisenstab bei Postkasse 8 und das sind so viele Menschen gekommen, die hilfsbereit sind, die auch als Freiwillige uns unterstützen wollten. Manche sind auch ohne Sachgüter gekommen, aber wollten einfach so, weißt du, warme Wörter aussprechen. Sie kamen in Tränen, haben uns umarmt und das ist wirklich wahnsinnig, wahnsinnig schön, weil in solchen dunklen Zeiten, wenn man sieht, dass man nicht alleine ist, dann gibt es die Hoffnung. Jetzt seid ihr beide ja aus der Ukraine. Wie ist das für euch, die Situation zurzeit? Teilweise die Familie, die noch sich in der Ukraine befindet, die Bilder, die man hier zeigt und auch auf sozialen Medien natürlich bekommt man ja mit, wie dramatisch eigentlich die Szenen in der Ukraine zurzeit sind. Die Angst, die hier natürlich bevorsteht, weil man ja nicht weiß, wie es morgen am nächsten Tag weitergeht. Die Lage in der Ukraine, das ist wirklich grausam. Jeden Tag, wenn wir die Nachrichten hören und was da passiert, dass auch die Leute, die dann auf den Straßen umgebracht werden, man darf mit denen sich nicht einmal verabschieden. Können Sie sich vorstellen, dass von einem Tag auf den anderen, Sie wachen von einem Anruf auf, wo Ihre Familienmitglieder Ihnen sagen, dass Ihre Stadt bombardiert wurde. Das ist wirklich unglaublich, dass es heutzutage überhaupt
überhaupt noch gibt. Und meine Familie, ich habe Kontakt mit ihnen. Meine Schwester ist Gott sei Dank nach Österreich gekommen. Wo befindet sich genau die Familie? Also meine Familie befindet sich zum Teil in Kiew, zum Teil in Chmelnytskyj. Und also so, genau will ich aus Sicherheitsgründen nicht sagen, dadurch, dass wir auch hier beobachtet werden sozusagen. Und wenn die Mutter, wenn meine Mutter erzählt, dass es die Rakete über das Haus fliegt, was und man auch weit entfernt ist, wie soll man sich empfinden dabei? Das ist wirklich grausam. In meiner Familie teilweise in Kiew und teilweise in Saporischschja. Und das ist auch echt stressig und echt schrecklich da. Und ja, soweit es gibt Netzwerk und ich bleibe in Kontakt mit allen. Aber ja, es ist echt, echt schlecht. Die Situation ist natürlich auch in der Richtung dramatisch, weil man ja nicht weiß, wie die Pläne von Wladimir Putin als nächstes aussehen könnten. Auch sehr viele Städte, wo man gar nicht weiß, warum die Städte angegriffen worden sind, weil sie ja eigentlich militärstrategisch gar keinen Sinn machen, diese Städte, diese unschuldigen Dörfer hier anzugreifen. Das macht es natürlich besonders schwierig für die Bevölkerung, glaube ich, in der Ukraine, weil man ja nicht weiß, was morgen stattfinden wird. Ja, ich glaube, dass die Kreml-Regierung probiert, psychologischen Druck auch auf unserer Bevölkerung auszuüben, damit wir aufgeben. Aber das Ding ist, wir dürfen ja nicht aufgeben. Da kämpfen wir nicht nur für die Freiheit und Demokratie, sondern also nicht nur für unsere Freiheit, sondern für die ganze Welt. Und wir dürfen einfach diesen Krieg nicht verlieren. Und ich glaube, dass Kreml-Regierung, also insbesondere Putin, ziemlich verzweifelt ist, weil viele sagen, dass es ein Blitzkrieg sein sollte, aber wissen Sie, nicht nur Ukrainerinnen und Ukrainer im Inland sich vereint haben, auch nicht nur im Ausland, sondern das ist, glaube ich, genau die Zeit, wo die ganze Welt zusammenstehen soll und zusammen die Ukrainer zu unterstützen, weil also viele sagen, wir sind ein Schild und was passiert, sollte er uns militärisch unterwerfen. Sie haben es gerade angesprochen, man glaubt natürlich, dass Wladimir Putin hier mit einem Blitzkrieg gerechnet hätte und sicherlich nicht mit dem Widerstand in der Ukraine, der sich hier abspielt. Sehr viele pensionierte ehemalige Soldaten oder eben auch Pensionisten, die sich jetzt hier anschließen, auch sehr viele Reservisten und natürlich auch sehr viele junge Ukrainer, die hier Widerstand leisten. Zum einen, zum anderen hat hier der ukrainische Präsident Wladimir Selensk auch jetzt die russischen Mütter aufgerufen, hier die Söhne nicht zu schicken, denn Wladimir Putin hat ja hier falsche Aussagen getätigt. Man hat hier ihnen verkauft, es sei nur mit der Mission hier, um Frieden zu gewähren. Tatsächlich handelt es sich um einen dramatischen Krieg. Ja, genau. Es ist also für uns, Sie haben gesagt, dass sehr viele auch Freiwillige dorthin gegangen sind, um die Zivilbevölkerung zu schützen, um unser Land zu schützen. Und deshalb ist es auch unsere Tätigkeit wahnsinnig wichtig, dass wir humanitäre Hilfe dahin schicken. Und da sind nicht nur Medikamente, sondern wir probieren auch so Verteidigungsausrüstung zu holen, beziehungsweise auch so Thermokleidung, damit die Jungs, die mutigen Jungs nicht in Unterhose vor der Panzer stehen. Und deshalb ist es also, und wir appellieren an die ganze Welt, unterstützt uns, glaubt an uns, wir werden diesen Krieg gewinnen, weil wir den nicht verlieren dürfen. Und an Österreich würde ich auch insbesondere appellieren, wir wissen, dass es enge Beziehungen zwischen Österreich und Russland gab, dass es auch enge wirtschaftliche Beziehungen gab. Und deshalb wäre es wichtig, wenn die Leute, die nahe zur Kreml-Regierung stehen, dass sie auch den Druck auf die Regierung ausüben, zum Beispiel um die Garantien für den grünen Korridor zu machen, weil die Leute, die Zivilbevölkerung will sich evakuieren, also wir sitzen am Verhandlungstisch, es gibt anscheinend Garantien und sobald das erste Auto fährt, dann wurden die Leute da erschossen. Deshalb jeder Einzelner sollte sich fragen, was er zur Unterstützung, also welchen Beitrag er leisten könnte,
und sollte. Haben Sie, weil Sie es gerade angesprochen, einen Einblick auf die humanitären Korridore, die man ja hier erzielen wollte? Da gibt es ja auch Berichte, dass man sagt, man hat sich geeinigt auf diese humanitären Korridore, aber tatsächlich wurden die Ukrainerinnen und Ukrainer nach wie vor angegriffen? Ja, ich habe schon mindestens von 3 bis 5 Versuchen gehört, dass es eigentlich fix war, dass die Zivilbevölkerung evakuiert werden sollte, unter anderem aus Mariupol. Und ich glaube, wegen der Blockade sind das über 1500 Menschen schon verstorben. Sehr viele Kinder, also es gibt sehr viele Kinder, auch deren Eltern verstorben sind, die zutiefst traumatisiert wurden. Und unser Krisenstab unter anderem plant ab Montag ein Programm zusammen mit der Stadt Wien zu entwickeln, wo die österreichische Familien diese Kinder aufnehmen könnte, damit sie nicht hier in weiße Häuser gehen. Wir haben ja auch einen OE24-TV-Reporter live vor Ort. Karl Wendler hat auch gestern berichtet, dass es hier nach wie vor heftigen Beschuss gibt auf öffentliche Einrichtungen, Kindergärten, Schulen. Auch ein Kinderspital wurde ja heftigst bombardiert. Jetzt auch die Moschee bereits in Mariupol, die angegriffen wurde. Ja, also wenn man die Fotos sieht, Videos sieht, wenn man auch mit den Freunden spricht, Also es ist wirklich grausam und deshalb ist das wirklich wahnsinnig wichtig, dass die ganze Welt sich zusammenschließt und Druck auf die russische Regierung macht, Russland generell international weiter isoliert, alle möglichen Sanktionen, die die Welt noch nie gesehen hat, unternimmt. Luftabwehr ist wahnsinnig wichtig, weil wir wurden hauptsächlich, also unsere Schwachstelle ist Luftraum. Ja? Ich verstehe schon, dass NATO irgendwie sich zurückhält, weil man Angst hat, dass es zu dritten Weltkrieg kommt. Aber immerhin, man könnte mehr technisch auch unterstützen, damit wir unsere Luft quasi verteidigen könnten. Und jetzt hat diese Woche auch ein Sondergipfel stattgefunden in Frankreich, in Paris, in Versailles, um genauer zu sein. Dort haben sich die 27 EU-Staats- und Regierungschefs getroffen. Und man hat hier zum einen auch beschlossen bzw. besprochen, dass man die Ukraine in die europäische Familie integrieren möchte. Jetzt dauert es doch ein wenig länger natürlich mit dem Prozess. Wie ist denn die Stimmung bei der ukrainischen Bevölkerung und der Wunsch, hier in der europäischen Familie integriert zu werden? Es ist schwierig. Ich glaube, dass die ukrainische Bevölkerung, auch die Asylsuchenden, die hier ankommen, sie wollen gar nicht hier bleiben, sondern also sie wurden gezwungen, ihr Land zu verlassen wegen Sicherheitsgründen. Und am besten würden sie zurückgehen. Es ist für sie auch psychologisch schwierig. Es ist wirklich wahnsinnige Belastung, sowas zu erleben, wenn auch unsere Asylsuchende hier ankommen. Da sitzt zum Beispiel, also saß zum Beispiel ein Junge in unserem Krisenstab. Er hat mit dem Handy gespielt. Seine Familienmitglieder haben gesagt, okay, bitte hör auf und legt das Handy 2 Minuten zur Seite. Er hat es gemacht und er saß da und da kamen einfach Tränen raus. Und ich weiß nicht, inwiefern die ukrainische Bevölkerung sich generell jetzt mit der Thematik europäischer Integration auseinandersetzt, wenn die Raketen über den Kopf fliegen. Verstehen Sie, was ich meine? Aber ich glaube, sollte es in irgendwelcher Weise unserer Sicherheit und unserem Land helfen, dann natürlich. Die Hilfe wird auf jeden Fall von der ganzen Welt geleistet. Man versucht natürlich hier den Druck zu erhöhen auf Wladimir Putin. Auch der US-Präsident Joe Biden hat gestern ein neues Statement abgegeben und gesagt, zukünftig werden alle wirtschaftlichen Beziehungen noch stärker unterbunden. Er möchte sich auch mit seinen westlichen Verbündeten hier absprechen. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite schickt man natürlich finanzielle Mittel und auch Munition und hier Waffen in die Ukraine. Betreffend Österreich jetzt noch einmal, weil es heute auch bei der Demonstration, die heute in Wien stattfindet, thematisiert wird die Neutralität. Zum einen möchte man natürlich als Land Österreich weitgehend unterstützen. Auf der anderen Seite muss man natürlich aufpassen, dass die Neutralität nicht gefährdet ist. Wie sieht das aus Ihrer Sicht? Soll Österreich neutral bleiben?
Ich glaube, dass um diese Frage zu beantworten, sollte man zuerst genau Neutralität definieren. Wo sind die Grenzen von Neutralität? Österreich und hauptsächlich Wien ist ein Zentrum für diplomatische Beziehungen. Ja, wir vertreten auch diese Werte hier wie Demokratie und Freiheit. Wie genau steht Neutralität dann zum Schutz der Menschenrechte, wenn sie verletzt wurden? Deshalb, also sollte es um militärische Bündnisse gehen, dann, also als Ukrainerin habe ich auch kein Recht, da irgendwas zu kommentieren, weil wie soll ich dann erwarten, dass meine Souveränität dann respektiert wurde? Andererseits frage ich mich, was soll auch diese Neutralität bringen, mit welchem Ziel wir das verfolgen. Also ist das zum späteren möglichen Schutz des Landes? Dann frage ich mich, sollten dann die Truppen weitergehen? Also wie wird die Kreml-Regierung dann reagieren? Ah, na, sie sind neutral, wir drehen uns um. Ja. Auf jeden Fall spannend, wie es hier weitergeht. Für alle TV-Zuseherinnen und Zuseher, die jetzt hier unterstützen möchten, also falls Sie hier Hilfsgüter unterstützen möchten, dann sind Sie natürlich hier gerne angehalten, hier den Verein bzw. die Organisation zu unterstützen, unlimiteddemocracy.com. Und morgen, da wird es jetzt eine Kundgebung geben, um 15 Uhr wird die stattfinden am Wiener Heldenplatz. Ja. Und wir laden alle herzlich ein, um die Solidarität mit der Ukraine. Vielleicht ein kurzer Vorblick auf morgen. Wie wird das dann stattfinden? Man versammelt sich hier am Wiener Heldenplatz, wird dann in der Wiener Innenstadt weiterziehen, um aufmerksam zu machen um die Aggression von Wladimir Putin. Wir sammeln uns um 15 Uhr am Heldenplatz. Wir brauchen unter anderem Ordnungsbeauftragte. Also sollte jemand da kommen, könnte um 14.30 Uhr bitte. Wir brauchen Unterstützung. Dann haben wir eine Standkundgebung bis 16 Uhr und um 16 Uhr gehen wir zum Außentor, zur Ringstraße und dann gehen wir den ganzen Ring entlang und kommen zurück zum Heldenplatz. Sie haben es ja auch bereits angesprochen, Sie werden von der Stadt Wien unterstützt. Jetzt generell an die österreichische Regierung, was haben Sie für Wünsche? Wie kann man weiterhin Sie bzw. auch die Ukraine nach wie vor unterstützen? Wir hatten am Montag eine Besprechung mit dem Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr. Wir finden das wirklich, also wir sind sehr dankbar, dass wir generell zu dieser Sitzung eingeladen wurden, dass wir auch die Probleme und Herausforderungen aus unserer Sicht dann erzählen könnten. Und ich habe meinen Thema vergessen, Entschuldigung. Wir sind ziemlich fertig, wir schlafen mittlerweile 3-4 Stunden pro Tag seit dem Kriegsbeginn. Ja. Hilfst du kurz? Ja, für österreichische Regierung, wir sind auch dankbar, dass Österreich unterstützt Ukraine jetzt, aber wir möchten fragen, ob Sanktionen gegen russische Regierung wird weitergehen. Wir sind der österreichischen Regierung dankbar. Jedoch würden wir uns wünschen, dass es ein bisschen mehr Klarheit kommt, wie zum Beispiel den rechtlichen Status von Asylsuchenden. Weil momentan, ich glaube seit einer Woche oder mehr, ist das nicht klar. Also es wurde keine noch innerliche Verordnung getroffen, wie genau das mit dem Status ausschaut, ob man dann auch Zugang zur Versicherung bekommt oder nicht, wie es mit dem Visum ausschauen konnte, beziehungsweise auch mit der Arbeit. Andererseits, wie gesagt, es wurden schon sehr viel seitens Österreich für Ukrainer getan, wie zum Beispiel, dass wir auch kostenlos fahren können, das ist wirklich lieb. Und es wurden auch zahlreiche Hotlines für uns gestellt, jedoch brauchen wir noch mehr Kooperation. Und die Stadt Wien hat uns auch versichert, dass sie uns bei diesem Programm für die Kinder helfen könnten. Deshalb appelliere ich auch an alle, sollten sie die Möglichkeit haben, irgendwie die Kinder aufzunehmen, dann könnte man ein Formular bei uns ausfüllen, dann würden wir alle kontaktieren.
Jetzt gibt es ja die Bilder und auch die Medienberichte, dass ja bereits über 2 Millionen Menschen aus der Ukraine geflüchtet sind. Einige auch, die bereits in Österreich, in Wien angekommen sind. Kann man hier bereits was verzeichnen? Wie viele sind denn ungefähr tatsächlich schon in Wien angekommen? Ich glaube, letzte Woche haben wir, also unser Krisenstab, für ungefähr 1000 Ukrainerinnen eine Wohnung gefunden sozusagen. 300 von denen waren hier nur Transit und sie gehen dann weiter. Ja, jede Woche kommen es mehr und mehr Leute. Es gibt sehr viele offene Fragen. Diese Sache ist generell so komplex, weil zum Beispiel man kriegt täglich Anrufe, wie zum Beispiel eine Frau, sie war zur Zeit des Angriffes in Kiew. Sie hat Krebs, sie hat 6 Chemos gehabt. Sie kommt bald nach Österreich, kann sie Chemo hier bekommen. Ja? Oder auch, dass sehr viele Kinder und Schülerinnen kommen. Und kann man dann die Kinder zum Kindergarten hier schicken, beziehungsweise zu der Schule, dann mit der Universität ist das auch nicht klar. Und ich glaube, dass wir jetzt wirklich alle kooperieren sollten, um diese Leute, unabhängig davon, ob sie hier für eine Woche sind oder für ein paar Monate, wie genau wir die integrieren könnten, so dass es für alle am besten wäre. Ja.